guten Abend und herzlich willkommen zu der Potsmusik Beizentour. Für einmal hatte ich heute Abend keine weite Anreise. Ich begrüße Sie nämlich aus der Innerrhoder Exklave Oberig, aus der Wirtschaft zum wilden Mann. Einmal im Monat findet hier Stobete statt. Und wie es auf dieser Stobete zu und her geht, das zeige ich Ihnen heute. Kapelle rund und schlätzig, gute Musik hier bei der Hanni und dem Bruno Bürki. Guten Abend. Hi Nikolas. Hoi. Schön, dass wir hier sind, hier im Wilden Mann Zobrig. Das Restaurant zum Wilden Mann ist Zobrig im Kanton Appenzell Innerrhoden. Man kann nicht gerade sagen, der Wilde Mann liege am Weg. Aber wer einmal den Weg dorthin gefunden hat, war sicher nicht das letzte Mal dort. Seit 1868 gibt es das Restaurant. Es wird schon in der vierten Generation Bürki vom Hanni und dem Bruno geführt. Die fünfte Generation steht auch schon parat. Die tut zwar noch nicht wirten, aber dafür umso besser Musik. Hanni, das Restaurant ist gestossen voll. Ist alles so, dass an dieser Stube so viele Leute kommen? Nicht gerne, aber im Großen und Ganzen dürfen wir ganz gut zufrieden sein, wie viele Leute das halt zu uns kommen, an die Stube. Und ihr habt ja nicht irgendwie eine Formation, die fest engagiert wird, sondern da wird einfach gespielt. Wie funktioniert das genau? Im Prinzip so, jeder, der kommt, der Musik machen kann, dem gibt man die Möglichkeit zu spielen. Und gibt es manchmal auch einen Kampf, wer denn dafür spielen kann? Das vielleicht nicht, aber es muss sicher koordiniert werden. Das macht bei uns im Normalfall der Christian oder Katrin. Sie dann mal ein bisschen büscheln und schauen, was zusammenpasst und wer dann miteinander spielt. Der Christian und Katrin und der Dominik, das ist nicht nur Kapelle rund und schlätzig, die wir jetzt gerade gehört haben, das sind auch eure Kinder. Wir hören es dann ein bisschen später nochmal. Zuerst möchte ich jetzt aber mal schauen, wie wild das denn da in dem wilden Mann tatsächlich zu und her geht. Ich bin nämlich vor ein paar Tagen schon mal da gewesen und habe geschaut, wie die Wirte wirklich so wirten tun. Hoi, wie geht's dir? Kaffee gerne. Jawohl. Gerne. Cola. Gerne. Gerne. Guten Morgen miteinander. Ja, guten Morgen. Hoi, Nikolas. Du hast schon voll Betrieb morgen früh. Ja, ein bisschen etwas dort, genau. Kann man gerade ein bisschen helfen? Ja, sehr gerne. Du hast bestellt. Schon aufgegeben. Bestellung schon aufgegeben. Dann kommen denn einmal die Ersten am Morgen? Um 9 Uhr, wenn wir auftun. 9 Uhr? Ja, auf. Genau, auf der 9 Uhr. Das Handwerker, die hier in der Gegend sind,
ihr ins 9. Kaffee könnt nehmen könnt. Und die kommen bei jedem Wetter? Ja, eigentlich schon. Also, sie haben jetzt gerade erzählt, im schönen Wetter wären sie nicht gekommen, weil dann wären sie auf einen Stock hergehockt und hätten Zahn genossen. Muss man schon wer hat ihre Villa? Ja. Bitte schön. Das kommt dann noch etwas dazu? Moment noch, das ist noch nicht fertig. Halt. Ja, okay. Schön, ich nehme es auch noch über. Selbstverständlich. So, sehr gut. Zweimal Kaffee hätte ich mal gehabt. Bitte schön. Danke. Der wilde Mann ist ein bisschen neben draussen. Sind da vor allem Einheimische, die dann kommen, oder? Ins Neune ganz sicher schon. Ansonsten haben wir eigentlich sehr, sehr viele Stammgäste, die halt so aus einem grösseren Umkreis kommen. Da kann von Oberried bis Romanshorn sehen, wo du sicher gut kennst. Das habe ich auch schon gehört. Der Cola hätte ich mal gehabt. Bitte schön. So, und jetzt haben wir es dann schon gleich. Genau. Das ist der letzte Kaffee. Wenn wir doch ein bisschen Musik hören, um den Tag anfangen, die Streichmusik Edelweiss. Zu denen hast du einen speziellen Bezug. Ja, die kennen wir. So, gut. Bitte schön. Danke. Die kommen ja jetzt aus dem Händelland und die kennen wir alle persönlich. Und letztes Jahr haben sie das 100-jährige Jubiläum gefeiert, weil die Streichmusik Edelweiss ist ursprünglich ja vertragen gewesen. Und dann sind wir auch gefragt worden, ob es einen von diesen Jubiläumsanlässen könnte bei uns feiern, weil wir sind so nahe vertragen. Und das hat mich wunderschön gedacht und es war ein ganz schöner Sonntag. Komm, dann höckeln wir noch ein bisschen her und geniessen die Streichmusik Edelweiss. Zum Wohl Anni Bürk ist schon wieder am Arbeiten, damals aber nicht für die Wirtschaft. Du hast auch noch einen fünfköpfigen Haushalt, den du nebendran managen musst. Oder darfst. Ja, natürlich. Bei uns ist die Wirtschaft ein Nebenerwerb. Und so darf sicher alles nebeneinander Platz haben. Manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen weniger gut. Die Trachtenhemdli, da könnt ihr übrigens mal nicht in die Schule kommen, zum Lernen, die so sauber bögeln wie du. Die sind jetzt aber nicht für dich. Das sieht nach einer Männertracht aus. Genau. Die sind für meine zwei, auch wenn sie 20 waren, alle noch Buben.
wo die zum Musik machen oder vor allem eigentlich im Trachtenchor anliegen. Und in diesem Trachtenchor da bist ja du und die Töchter auch dabei. 4 von 5 Bürki sind dabei. Das ist ja eine relativ gute Quote. Dort gehen ihr singen, tanzen oder was machen ihr dort? Ich würde eigentlich singen in erster Linie. Ein kleines bisschen Limulägeln. Und Gofen tönt dann einmal noch jemanden mal Trachtentanz begleiten. Oder wenn vielleicht sonst mal Musik gefragt ist, dann sollen sie sicher auch dafür zu haben. Jetzt haben wir verschiedene Bereiche kennengelernt. Einerseits die Wirtin, dann die Hausfrau und jetzt auch noch die Trachtenfrau. Was hast du am liebsten von diesen 3 Sachen? Ja, fürs Herz ist sicher das Brauchtum, also singen, Musik machen, Tracht, das Appenzellerland, ganz wichtig für mich. Und ich glaube auch für die Kofen. Aber auch die Wirtschaft ist mir sehr am Herz gelegen. Unsere vielen Stammgäste, wo wir eine ganz gute Beziehung zu ihnen pflegen. Das ist wunderbar. Und natürlich, zwischen dir gehört auch Putzen und Bögeln dazu. Das ist jetzt halt einfach so. Ja komm, dann hilf ich dir jetzt beim Brauchtum. Der ist Brustdurch nicht da. Ja, sicher. Ist das Christian Seis? Das ist Dominik Seis. Dominik, gut. Und die ist dir? Draußen gehört der Katrin. Gut, dann bringen wir dir in Einsatz. Hanni ist am Werken. Was gibt's? Schnitzelpommes. Oh, das ist gut. Kann man helfen? Ja, sicher. Ja, du musst sagen, was. Du darfst, schau mal. Da oh, panieren. Im Kühlschrank hat es noch Senf. Gerade in die Tür rein. Ohne, dass wir es selber rühren. Weißt du, da gerade alles beliebt ist, Möni? Schnitzelpommes. Ja, da wird bei uns sehr gerne gegessen. Eigentlich immer und auch an den Stubeten. Du hast gesagt, es wird ein Nebenerwerb. Hast du in dem Fall hier die Kocherei auch einfach ein bisschen nebenbei gelernt? Ja, ich habe es gelernt, wie man so sagt, learning by doing, weil ich bin gelernte Detailhandelsangestellte, kenne zwar die Lebensmittel, aber dann... So mit... Nein, braucht es nicht. Aha. Ist schon gut so. Ja, gut. Und wir lernen dann immer wieder mal etwas dazu und man sieht dann mal nebenan und dann nachher macht sich dann der schon wieder zahlt, wenn man es einmal probiert. Wenn einmal gestorben ist, musst du dann den ganzen Abend draußen sein oder hört man Musik ein bisschen? Da hört man schon, weil die Tür ist offen.
Und zwischen dir habe ich sicher auch die Zeit, um mal ein bisschen zu schauen. Oder wenn es mich ganz spannend tut, gehe ich mal geschwind wirklich hin. Dann kommt er auch noch helfen. Ja, nein, dann bleib vorne einen Moment leer. Auch darum komme ich am schwarzen Garten blöber. Du, gell, das stimmt nicht. Dann komm, ich lasse dich arbeiten. Ich freue mich. Bis später. Anni, bist du fertig? Ja. Kannst du es gerade Bruno und Katrin bringen? Sehr gut. Danke vielmals. Danke auch. Darf ich nicht selber noch ein bisschen nehmen? Ja, kommst du vielleicht nachher auch noch etwas über. So, der zum Mittag ist bereit. Die Töchter ist auch da, Katrin. Ein guter. Bruno. Ein guter. Danke. Schon noch schön, wie wir daheim in einer Wirtschaft geheissen haben. Ja, ja, wir haben schon so flott bedient werden. Du, ich wünsche dir einen guten. Du musst ja nachher schon gleich arbeiten, gell? Ja, lass dich essen. Danke. So Bruno, wir sind nicht mehr im Wilden Mann. Woher geht's? Jetzt geht's auf Oberegg und dann gehen wir auf Heide in die Zefahr. Das ist dein Arbeitsplatz? Das ist mein Arbeitsplatz. Da ich schichte. Und halb zwei fängt die Schicht an, bis am Abend um 10 Uhr. Und auf die Arbeit, das auf mich zukommt, müssen wir jetzt einfach schauen. Weiss es doch nicht. Aber allgemein kann man sagen, Textilindustrie, oder? Also nein, Kunststoff. Kunststoff? Wir den Kunststoff verarbeiten. Also mehrheitlich oder hauptsächlich kann man sagen Polyester und Nylon. Auch okay, der läuft dann unter Kunststoff. Ja. Und das Gewebe braucht man ja
eigentlich für, also Reusside macht man mehrheitlich Filtrationsgewebe. Und da geht überall her, wo gefiltert wird. Also, auf die ganze Welt? Da fängt an mit Medizin und über Lebensmittelindustrie, Autoindustrie und Müllerei. Und angefangen hast du in diesem Betrieb oder hast du zuerst noch Wirt oder Koch oder einen anderen Beruf gelernt? Ich habe als nach der Schule eine Lehre gemacht bei der Post, also als Briefträger. Und bin dann 10 Jahre bei der Post gewesen. Und nachher kam dann das Thema mit Anfangen Werten. Und dann hat die Post gesagt, das ging nicht. Als Staatsangestellter nebenbei noch einen anderen Beruf hatte, den habe ich halt als Staatsangestellter gehört. Und dann hat dann da ein, der hier wohnt, hat dann gesagt, dann kommst du zu uns in die Webi arbeiten und dort kommst du sicher einen Job über. Und ich war schon Oase. Und wie ist denn so mit dem Wirten, wenn einerseits natürlich eben, dann musst du in der Schicht arbeiten und andererseits sollte man daheim noch ein bisschen wirten, gibst du dann einfach alles der Hanni oder schaust du das am Abend, wenn du herkommst, auch noch ein bisschen kannst helfen? Ja, je nachdem. Also, wenn, wenn etwas los ist, dann nachher helfen wir auch, ja. Gut, am Abend ist ja meistens, um 10 Uhr ist ja meistens eher der Hauptding vorbei, oder? Dann ist einfach noch, dann gehst du schon bald richtig für Abend. Ja, du, dann lassen wir, bis wir am Ziel sind, noch ein bisschen Musik. Und nachher wollte ich dann schon noch genau sehen, wie das mit diesen Maschinen wirklich funktioniert. Ja, da können wir dann anschauen. Ich glaube, so laut wie da innen wird es im Wilden Mann nicht einmal an den Stobeten. Oh Bruno, was tust du jetzt hier gerade? Oh, die Federn einziehen, ins Web schieren, damit ich es nachher anweben kann. Und mit dem Federn, wenn da alles montiert ist, weißt du, was da am Schluss denn geht? Der Filtergewebe, für was es gebraucht wird, weiß ich nicht. Jetzt haben wir da innen, ja, wie man sicher hört, einen rechten Geräuschpegel. Was hast du lieber, den Lärm von hier oder den Lärm der Musik von der Stobete bei euch im Wilden Mann? Nein, schon lieber der von der Musik an der Stobete. Das ist angenehmer. In dem Fall lasse ich dich noch ein bisschen arbeiten, gut arbeiten. Und wir hören gleich noch ein bisschen Musik. Thank you.
Die Kapelle Gebrüder Hess haben wir jetzt gerade gehört. Da sind sie auf der Schallplatte, aber sie haben auch schon live da gespielt, gell, Hanni? Ja, in den ersten Jahren haben wir etwa viermal im Jahr einmal einen Anlass gemacht mit einer Musikkapelle, die wir engagiert haben. Und da haben die Gebrüder Hess auch dazu gehört. Angefangen hat es aber mit der Bürki-Dynastie schon viel früher. Bruno, weißt du, wie lange das Haus schon in der Familie ist? Ich weiß nicht genau, wie lange das so Familie Bürki ist. Aber seit 1868 Wirtschaft. Mein Urgroßvater hat hier angefangen zu wirten. Und wir sind jetzt die vierte Generation. Und die fünfte steht auch schon parat. Ja. Jetzt muss man mal sagen, Hanni, da ist ja schon jetzt die vierte Generation Bürki. Wie bist denn du vom Appenzeller Hinterland hier ins Vaterland gekommen? Wie ist das gegangen? Natürlich nicht daheim, sondern im Ausgang. Wie das bei den heutigen Jungen sicher auch passiert. Ja, man ist vielleicht fort, man ist auf der Tanz oder man ist sonst irgendwo her. Dann hat man sich kennengelernt und irgendwann hat man den Eindruck gepasst. Und ist eigentlich gut. Ist das da innen passiert, als ihr den Stobeten kennengelernt habt? Oder? Nein, da war sonst irgendwo. Einfach da. Halt, wenn man an andere Leute geht, wenn man jung ist, dann ist doch da, gehört das dazu. Und da lernt man verschiedene Leute kennen. Und bei einem bleibt man dann hängen. Jetzt haben wir hier einen Haufen Formationen, die schon hier gespielt haben. Und hier habe ich gesehen, eure Kinder sind gerade auch noch drauf. Die tun ja auch regelmässig hier im Haus Musik. Ja, sie tun eigentlich bei uns unsere Stobeten führen, starten, schauen, dass ein bisschen rund läuft und machen mehr oder weniger an dem Abend auch Musik. Jetzt habe ich hier noch eine CD gesehen: Handorgel Duo Rickenbacher Heinzer. Die waren auch schon da. Die waren auch schon bei uns. Schönen Abend, schöne Musik. Gefällt uns. Die dürfen jetzt ein bisschen zurücklehnen und nochmal ein bisschen euch als Handagentur Rickenbacher-Heinzer erinnern. Sie spielen nämlich jetzt für uns mit einem Beitrag aus dem Archiv. Wir sind zurück in der Wirtschaft, Bruno und Hanni Bürki. Ihr habt gesagt, das Restaurant das ist eine Art, fast ein bisschen ein Hobby. Wie kann man das sehen, Hobby? Mit so viele Leute. Ist eben nicht Alltag so. Und ich sage allen besseres Hobby. Ein Hobby kostet ja normalerweise. Und bei uns sollte es etwa einen Franken abwerfen.
Und es braucht sicher relativ viel Zeit im Verhältnis zum Umsatz oder vielleicht von dem, was dann auch unter dem Strich bleibt. Darum vielleicht ein bisschen ein Hobby. Und ich habe gerne Leute, ich bin gerne mit Leuten zusammen. Ich habe Freude wie jetzt heute, wenn gemusiget wird, wenn vielleicht das gesungen wird, wenn man beieinander ist, wenn es passt. Dann sollen wir noch mal eins hören. Gerne. Da sind sie noch mal. Geschwister, Bürki, Kapelle, Rund und Schlätzig. Hanni Bürki, jetzt haben wir eure Jungen gesehen. Sind die jeden Abend voll im Einsatz? Nein, das nicht. In erster Linie gehen sie arbeiten, wie ein Haufen andere Leute auch. Und das ist natürlich auch ein Hobby und das hat mehr oder weniger Platz. Dann nehmen wir jetzt auch noch andere Gäste, die Instrumente mitgenommen haben, mitführen. Ich glaube, hier im Wilden Mann geht es noch ein paar Stunden weiter mit spontanen Formationen. Und weiter geht es auch mit unserer Potz Musik Beizentour in einer Woche. Dann gehe ich dann hier vom Appenzellerland weiter ins Emmental, ins Restaurant Zursäge in Rinderbach. Schönen Abend miteinander und bis bald.